So, ein recht herzliches Willkommen zurück zum OMSI 2. Wir sind heute mal wieder auf der guten alten Karte Neuendorf. Und ja, werden da eine kleine Runde auf dem Werkverkehr fahren. Mit dem O305 Schaltwagen. Das ist der gute hier. Ich fand das Repaint eigentlich ganz cool. Jo, genau, deswegen machen wir gerade mal ein bisschen Druck, damit wir die Leute da einmal ranbekommen. Also einmal die Elektrik an, der Motor läuft, das ist schick. So. Problem ist, es ist noch ein bisschen kalt im Bus, das heißt, wenn man hier mal auf voll. Jetzt müssen wir mal schauen, dass hier, wenn ich das Falsche mache, also das erste ist Lufteinlass auf, also die Düsen irgendwo auf. Dann das zweite ist, glaube ich, genau, das ist hier beheizte Außenluft, nur Frischluft von außen, also unbeheizte Frischluft von außen, das ist jetzt normal. Und hier ist auch nochmal Lufteinlass. So. Dann wir brauchen Heizung. Machen wir auf 1 vielleicht. Ja, die ist so laut, die machen wir auf 1. So. Standheizung wäre noch nicht schlecht. Und ja, nur sollte eigentlich ganz gut funktionieren jetzt. Dann haben wir das schon mal eingerichtet. Dann brauchen wir ein bisschen Rollband. Ja, F8. Was haben wir denn? Schönes Leerfahrt, Sonderfahrt. Schulbus, Werkverkehr. So, dann haben wir das hier schon mal geschildert. Dann können wir vielleicht sogar noch ein E schildern, je nachdem, wo das ist. Wo ist denn das E? Ah, nee, da ist nicht das E. Das E, ja, bist du. Oder? Bist du das E? Bist du das E? Ach nee, bist du auch nicht. Hm. Ja, ja, wo ist denn das feine E? Ja, komm mal her. Irgendwo. Wahrscheinlich am Ende vom Rollbad. Nee, komm, lass uns bleiben. So. Dann brauchen wir gleich noch einmal hier vorne. Einmal. Ja, genau. Zu den Böttcherwerken. Das ist heute unsere Route, die wir anschlagen werden. So, dann wird es hoffentlich vielleicht ein halbes Grad wärmer, bis wir da oben sind, aber ich vertraue da mal nicht drauf. Ich glaube mal nicht, dass es unglaublich wärmer wird, aber hey. Hast du uns ja ein bisschen wärmer wird, da haben wir auch schon was gewonnen. So. Jetzt geht es einmal vom Betriebshof aus erstmal zum Bahnhof und dann schauen wir mal, ob und wer denn da so rankommt. So, da ist frei. So, hier einmal rum. Hui. Was ich mal ganz kurz machen muss, ohne dass es jemand mitbekommt im Idealfall. Ich hab nämlich was vergessen, ne? Das ist nicht so toll, wenn man was vergisst. Habe ich schon mal gehört, ne? Das ist nicht ganz so optimal. Jo, wenn ich mal ganz kurz hier, jo, ne? Weil macht mehr Sinn. So. Hat keiner gesehen, gell? Ist auch der Vorteil davon. Ihr habt meine Maus gesehen, ich weiß das. Ich habe doch gesehen, dass ihr das gesehen habt. Ich glaube, mein Lenkrad ist aus. Nö, ist es nicht. Hm. Was ist nu? Ah. Nee, ist es auch nicht. Hm. Ist die Bremse funktioniert? Nur sagt, ja, es funktioniert nicht. Achso, der Retarder ist drin. Oh, okay. Jetzt weiß ich, was ich gedrückt habe. So, also ich habe nur ganz kurz bei den Fahrscheinverkauf ausgemacht. Weil, ja, ne, ist ein Werkverkehr und das ist dann im Idealfall natürlich schön kostenlos für unsere Fahrgäste. Also ich denke mal, dass er kostenlos ist. So, nicht, dass die einfach zur Kasse gebeten werden hier. So, der macht da einmal Platz. Und fahren wir gerade wem hinterher? Was bist du denn da, Schickes? Du bist die 303, okay. Boutique Monique, neuer Trend, Secondhand. Achso, so ein ganz neuer Trend. So. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell jetzt hier hochheizt, der Gute, aber... Also, nicht heizen im Sinne von schnell fahren, sondern im Sinne von warm machen. So. So, diesen Bus fährt mit dem ersten Gang an, weil es ja nur 4 Gänge hat. So. Ja, aber kommt doch trotz der Kälte eigentlich ganz gut aus dem Quark hier. Zum Anfang vielleicht den Motor nicht überbelasten, mit hier unglaublich viel zu viel Gas geben, aber schon ein bisschen fordern kann man den guten alten dann schon mal hier, gell? So. Was wir vielleicht noch mal ausmachen, ist hier mal den Retard über die Fußbremse. Die machen wir auch mal aus. Weil ich glaube, ansonsten haben wir ein bisschen. Ansonsten ein bisschen Blüte. So. Der fährt uns nicht hinten rein. Nee, macht er fein. So. Dann geht's einmal erstmal rauf, wie gesagt, in Richtung Bahnhof. Und dann geht's ganz gemütlich. Ach so, er hält jetzt hier. Wenn da keiner kommt, wisst ihr, was ich dann mache? Ich sneak mich dran vorbei. So, und da kein Warnblinker hat, dann kann man auch ein bisschen zügiger dran vorbeifahren. Jo, wunderbar. Dann wäre dann da oben auch schon der Bahnhof gleich. Also, das ist unser Fahrplan. Nee, das ist unser Fahrplan. 14.30 Uhr geht's los. Müssen wir gucken, dass wir da vielleicht plus minus ein bisschen dann doch pünktlich sind. Alles andere wäre ein bisschen ungünstig, aber naja, wenn nicht, dann passiert's halt. So. Und jetzt haben wir auch schon den vierten Gang drin. Also das ist wirklich das maximal gangtechnische, was geht. Alles andere geht leider nicht. Ist halt ein Stadtbus, gell.
So ist es halt. Na, aber einer der, wie ich immer noch finde, also das war halt der erste Schaltwagen, finde ich, mit einem anständigen Schaltskript. Und deswegen bin ich eigentlich immer noch Fan vom O305. Können einige nicht nachvollziehen, habe ich schon ein paar Mal mitbekommen, aber ich bin immer noch Fan von dem. Weil, ja, das Schaltgetriebe-Skript ist einfach 1A und das hat so bisher eigentlich noch wirklich, ja, die wenigsten hinbekommen und ist wie gesagt auch Grundlage für viele andere schöne Busse mit Schaltgetriebe, deswegen finde ich es echt ein schönes Add-on. So, was habe ich eigentlich jetzt? Alter, finde. Was ist ein bisschen was los hier? So, dann machen wir mal. Feststellbremse und auf die Tür. So, dürfte mal einsteigen. Hallo. Guten Tag, ich hoffe, man friert nicht. Ich wollte es gerade sagen. Ja, die läuft sogar. Wie warm haben wir denn? Minus... Boah, hat der was gebracht hier. Boah, hoho. Ja, wenn ihr ein bisschen weniger ineffizient einsteigen würdet, dann könnte ich auch schon mal die Tür zumachen. Wobei, warte mal, ich kann ja hier... Nee, Manni, der Bus kommt nur gerade frisch vom Betriebshof. Ne? Das ist leider ein bisschen blöde. So. Ja, lohnt sich schon ein bisschen. Also kann man mal machen hier. So. Leute sind drin. Abfahrt haben wir, glaube ich, auch wenn es da keine mehr ist. Ja, ne, dann fahren wir wieder zurück. Vielleicht ist er dann auf der Rückfahrt ein bisschen wärmer, ne? Das ist. Können wir wieder warm zum Betriebshof zurückfahren. So, aber was ich gesehen habe, also ich muss sagen, ich fahre nicht allzu oft Werksverkehr, weil es halt eine kurze Linie, aber so ab und an möchte man ja doch mal so ein bisschen Shuttleverkehr fahren und ich habe festgestellt, dass das eigentlich, also der Werksverkehr, der fährt eben nicht durch, sondern der fährt immer so zu, wenn so klassischerweise. Leute, nur weil gerade Omsi ein bisschen nachgeladen hat. Also, was ich festgestellt habe, ist, dass... Oh, hier ist euch ganz schick, gell? Ist, dass der Bus im Prinzip immer so zu Schichtendzeiten fährt. Das heißt, oder zu Schichtbeginnzeiten. Also, morgens fährt mal ein Bus um 7 Uhr rum, dann um 10. Wenn also die Zwischenschichten vorbei sind, 14 Uhr. Und dann abends um 18 Uhr, wenn so der klassische Arbeitstag rum ist. Also, die fahren immer so ein paar Mal hin und her. Ungefähr eine Stunde lang, glaube ich. Ja, wenn überhaupt. Also, wie gesagt, finde ich eigentlich ein ganz cooles Konzept. Kommen sie zum Hauptbahnhof und ja, für die ganzen auswärtigen Arbeitnehmer, die jetzt nicht direkt hier aus Neuendorf kommen, die werden natürlich, also die aus hier kommen, die werden normal hier in den Bus nehmen, aber alle, die zum Bahnhof wollen, die können dann gerne durch zum Bahnhof mit dem Bus hier. Ja, und ich finde es auch ein bisschen so für zwischendrin, kann man es echt mal machen. Ich hätte echt mal wieder Lust, den Bus zu fahren. So, dann stellen wir uns da gerade mal an die Ampel ran. Und da wieder hier ein schönes, anständiges Steckschild zu haben, ne? Finde ich auch ganz schick. So, Licht braucht er nicht? Ne, braucht er nicht. Der Schnee reflektiert ganz gut. Der macht das super. Jetzt habe ich gutes Schnee. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir vielleicht irgendwann mal fahren dürfen. Ne, dürfen wir nicht. Kann ich aber auch verstehen, ist er. Sind ja bloß wir, der blöde Werksverkehr hier. So, aber an sich, ja doch, ist schick, ne? Kann man schon machen. So, jetzt müssen wir schauen. Na, dankeschön. Vorne ist noch die Dame, die gerne rüber möchte. So, ganz vorsichtig. Ist da jemand? Ich hab Angst. Nee, da ist niemand. Oh, okay. Dann können wir einmal so rum hier. So, dann haben wir es auch mal von vorne gesehen. Und dann geht's jetzt einmal auf zu den Bettcherwerken da vorne. Die haben ja auch so eine schöne Bahnanbindung. Heißt, das passt eigentlich alles. So, jetzt kommen wir hier auch ein bisschen im Bus auf. Gut, ich wollte gerade auf Temperatur bringen, indem wir hier voll unglaublich lang heizen. Aber das machen wir eigentlich eh nicht. Heißt, wahrscheinlich wird der Bus auf Ewigkeiten hier kalt bleiben. Aber hey, so ist es halt, ne? Ist halt das harte Los. Weil wenn es hier die ganze Zeit rot wäre und ich jedes Mal neu anfahren müsste, dann wäre das doch halbwegs effektiv, finde ich. So, was ist denn da vorne? Was haben wir denn da? Ich da... Ist gut. So, einmal ganz gemütlich bremsen hier. Also ich glaube aber so in Realiefe, also in der Realität, kenne ich es meistens so, dass die Busfahrer von so Shuttlebussen ja, dann doch recht einen ruppigen Fahrstil in den Tag legen. Aber ich glaube, wenn ich den ganzen Tag hier... Gut, man fährt ja nicht den ganzen Tag, aber wenn ich den ganzen Tag hier... Ich weiß, man fährt nicht den ganzen Tag. Hast du schon mal gesagt, Josh, ja. Aber wenn du halt hier die ganze Zeit auf dem Ding hier rumpendelst, auf der 5-Minuten-Strecke, dann... Naja. Ja, ist halt so, ne? Ist wahrscheinlich ein bisschen, der fährt ja wahrscheinlich jeder Umlauf irgendjemand anders da gerade kurz Zeit. Der ist so ein Bürotyp, der auch einen Busführerschein hat, der fährt hier so ein bisschen eine Stunde Werksverkehr zwischendurch. So, hui. Genau, das ist der Schalthebel.
kommt da gerade vor. Schick. So, die fallen alle nicht rein. Das finde ich soweit... das kann ich so akzeptieren. Das finde ich nicht schlecht. Ja, dann geht's hier über die Teppichböden. Ach, das ist auch ein eigenes Objekt. Schick. Also es gibt auf jeden Fall ein paar eigene Objekte hier auf der Karte. Das finde ich eigentlich cool. So, da ist grün, der Bü. Doch, was ist denn da vorne mit dem Bip? Mit dem Bü ist doch kein Bip, der den Bü sichert. Nee, aber kommt ja auch nicht viel aus dem Backjob. So, kam du einmal über den Badewagen drüber, da vorne über Kopfsteinpflaster, davon war vielleicht auch nicht schneller als nötig. Genau, die Böttcherwerke, das seid ihr da vorne. Mit doch ordentlich Mitarbeitern hier. Also ich habe jetzt gar keine Geschichte dazu gelesen, was ich sonst echt mal ganz gerne mache. So eine Geschichte dazu gelesen. Ja, die Böttcherwerke sind seit 1893 und sie produzieren sich hier bla bla bla. Nee, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall noch nicht so irgendwie. Ja, und so, hab da, so. Werkverkehr wäre einmal hier. So, einmal gucken vielleicht, ne, ob da vielleicht nicht doch ein Zug ist. Nö, ansonsten wäre ein bisschen... Ja, wäre halt so. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So, dann die 30 hier einmal wenden. So, die Böttcherwerke, exakt. So, da stehen schon mehr Menschen, aber das ist mir... Das ist mir eigentlich Latte wie Hose. Oder fahren wir die zurück? Ja, komm, die fahren mal zurück, komm, ist doch... Hier, da, Hauptbahnhof. So, komm, steig doch mal mit ein hier. So, mal gönnhaft heute. So, zick. Immer Fahrgastwechsel einmal raus, einmal rein. Hallo. Hallo. Ja, ne, können wir ein bisschen parallel hier alles gestalten. Hallo. Wird zwar echt kalt, wenn Hallo. Durchzug ist, Hallo. Aber hey. Das musst du abkönnen hier als Busfahrer, glaube ich. Die ewige Türöffnungszeit hier. Ja, so ist es. Hallo. So, haben wir dann alle draußen? Sind, glaube ich, dann alle. Können wir schon mal zumachen. Dann können wir hier auch schon mal... Ist alle drin? Sind alle drin? Ja, wunderbar. Komm, dann können wir dann mal die paar Meter nochmal zurückfahren. Dann haben wir es auch geschafft für heute. So, der Bahnübergang ist hier. Zwar nicht gesichert, da ist kein Bü, kein Bip am Bü, aber es passt soweit. Leute. Also man kann sich auch echt haben hier, ich weiß es nicht. So, alles hier schön absolutes Halteverbot, damit man auch ja nicht hier in Versuchung kommt, vielleicht hier mich zuzuparken. Ich meine, ich bin ein sehr wichtiger Wirtschaftsmotor. Hahaha, versteht ihr wegen Motor, weil ich im Bus bin? Ja, sehr witzig. So. Ja, genau, 43, 44, der wäre dann theoretisch wieder Einrücken angesagt, aber das können wir uns dann, glaube ich, in Anbetracht der Folgenzeit sparen. Und auch in Anbetracht des Interessengehaltes. Da haben wir zum Betriebshof zurück, vielleicht ein bisschen schnell, gell? Ja, so passt das. Angesichts des Interessengehaltes, glaube ich, würde ich sagen, dann lass er die Fahrt zum Betriebshof und ja, ich glaube, ich kann man mal so machen. So, da fahren wir auch mal grün, ist ja schick. Können wir echt ein bisschen hier auf Touren kommen hier. So, wird's schön warm. Zum Ende der Schicht. Idiot. Also der hat jetzt verdient, angeguckt zu werden. Es tut mir leid. Also wenn es jemand gibt, der verdient hat, dann er. Aber sowas von, naja. Ja, kannst du nichts machen. So. Jetzt warten wir hier gemütlich auf die Freigabe. So, du kannst ja schon mal anfahren. Hier ist die Citroën. Kann ich auch schon mal anfahren. Ein Reichel-Shop da drüben. Schick, schick, schick. Jo. So, von der LKWs, die da rausfahren. So, euch nehme ich leider nicht mit. Auch wenn ihr jetzt im Hauptbahnhof vorne, tut mir leid. Spinder-Expressbus hier, ne? In nur 5 Minuten, nicht in 10. Also, also München wäre stolz auf uns. In nur 5 Minuten kommen wir zum Hauptbahnhof, ne? Es schafft nicht mehr München. Es sind nämlich 10. Ja, was haben wir gelacht? Ja, ist ein Klassiker, gell? So, dann ist der grün, das ist ja schick. Da wird gar kein Abbiegen, okay. Dann sind wir wahrscheinlich die Einzigen. Gut, ist eh nicht so viel los. Geht's aber das Buggele da hoch. Das Buggele rutscht mit auch nicht runter, weil mir erstens heute nicht so viel gegen den Strich gegangen ist. Zum anderen ist auch ja nicht so viel. Ist ja nicht so viel glatt hier. So, da wird echt langsam warm, der Karren hier. Jetzt haben wir wie viel Grad? Okay, ich habe nichts gesagt. An die Steinheizung können wir mal hier. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Schau mal, und da freue ich mich wie Bolle, dass wir da sind. Ja, witzig. Ja, ja, was haben wir gelacht in der heutigen Folge? Was haben wir gelacht? So. Der Hauptbahnhof.
Ah, die wollen sogar aussteigen, ist ja schick. So, dann kann man schon mal das Schild schon da wegnehmen. Genau, upsala. Ja, das war effektiv. Das mit dem Schild war effektiv. So, dann geht's einmal hier zum Hauptbahnhof, Umsteigemöglichkeiten, zu den Buslinien der Stadt, des Stadtverkehrs in Neuendorf. Des Stadtverkehr, ja, Stadtwerke. Auf jeden Fall Verkehr hier, so. Letzter Bus erstmal für ein paar Stunden schon, das heißt, einmal hier hin. Einmal Türchen auf und jetzt kann ich mich eigentlich in dem schönen 8 Grad warmen Bus eigentlich noch ein bisschen... Ja, meine 8 Grad frühen, aber so ist es nun mal. Wir machen es dann gut, oder machen sie auch gut. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge dann. Tschüssi.